Hallo, guten Tag. Kaum angefangen, über die Waage zu sprechen und schon so viele Nachrichten habe ich wieder bekommen. Ich freue mich sehr, egal ob das bei YouTube ist oder bei Instagram oder auch bei Facebook. Die Leute schreiben, das stimmt nicht, ich habe mit einer Waage gelebt. So war das alles nicht, aber nur 2 Jahre. Ja, da muss ich beantworten, wenn es nur 2 Jahre war, dann war doch keine tolle Beziehung. Denn Beziehungen dauern lange, das ganze Leben oder noch mehr als ein Leben. Das sind gute Beziehungen. Aber 2 Jahre, was ist denn das? Mit einer Waage ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer zu leben, denn, wie ich gesagt habe in meinem Preview, wenn eine Waage 30 ist, weiß, dass das Gute, Wahre und Schöne nur Konzepte und Symbole sind, die man nicht so einfach auf der Straße finden kann. Aber trotzdem gibt Waage nie auf. Es sucht weiter und weiter, wandert von einem Land in das andere und sucht. Und eigentlich will eine Waage die Welt ein bisschen verbessern, schöner machen. Und das ist das Problem. Nur Waage weiß, dass er nicht alleine auf dieser Welt ist, dass da noch andere Menschen sind. Die haben auch andere Meinungen, das weiß alles Waage. Und deswegen sagt man, dass Waage ist diplomatisch. So diplomatisch ist wieder Waage nicht. Waage ist ein Egoist und sucht nur nach diesen Konzepten und Symbolen. Und er weiß, dass er nicht alleine das alles schaffen kann. Und deswegen benutzt er auch andere Menschen dafür und sagt, weißt du Schatz, ich habe mir überlegt, dass wir, weißt du, ich habe dann nachgedacht, sagt die Waage, wir können, so redet die Waage. Und du denkst, du bist da einbezogen, du bist ja gar nicht einbezogen. Waage denkt nur an sich, weil Waage ist ein Egoist. Waage will die Welt verbessern. Waage will die Liebe finden, das Schöne, das Ideale, das Perfekte. Alles will Waage finden. Aber er weiß, alleine schaffe ich das nicht. Deswegen benutzt er andere Menschen. Und das nennt man Diplomatie. Eine Frau hat mir gestern geschrieben, weil ich habe erzählt, dass eine Waage sucht eine Vision von der Welt, in der alles wunderbar ausgewogen ist, geglättet. Vollkommen, habe ich gesagt, symmetrisch und harmonisch. Das stimmt auch. Und eine Frau hat geschrieben, wenn eine Waage kocht, und viele Waagen kochen meistens sehr gut, dann macht sie das ganz systematisch. Sie hinterlässt kein Schlachtfeld in der Küche. Nein, das mag die Waage nicht. Die Waage räumt, während sie kocht, auch alles wieder auf, und wenn sie dann mit dem Kochen fertig ist, ist die gleichzeitig Küche aufgeräumt. So schrieb eine Frau und hat sie mich gebeten, dass ich hier darüber spreche. Wie gesagt, die Suche nach einem wunderschönen Welt, nach was gut ist, was schön ist, symmetrisch, harmonisch, vollkommen und wunderbar. Das ist die Suche, und diese Suche verfolgt die Waage das ganze Leben. Deswegen ist die Waage auch abhängig von schönen Gesichtern, weil das ist auch etwas Schönes, was die Waage sucht. Aber ich sehe, dass meine Zeit ist leider um und ich muss jetzt Schluss machen.